Was versteht man unter evidenzbasierter Medizin? Die Begründer verstanden darunter einen Dreiklang aus klinischer Expertise und ärztlicher Erfahrung, auch als interne Evidenz bezeichnet. Aus individuellen Wünschen und Erwartungen der Patienten und aus wissenschaftlichen Belegen für die Wirksamkeit einer medizinischen Behandlung auch externe Evidenz benannt. Diese basiert auf wissenschaftlichen Studien, die strengen Auflagen unterliegen. Meistens wird hierauf Bezug genommen, wenn von evidenzbasierter Medizin die Rede ist. Damit wird der Eindruck vermittelt, dass diese statistischen Daten eine verbindliche medizinische Sicherheit darstellen. Diese kann es aber aufgrund der Individualität der Patienten, ihrer Beschwerden und ihrer Erwartungen nicht geben. Die bekannteste Methode der externen Evidenz ist die Doppelblindstudie. Der Fachbegriff ist randomisierte, kontrollierte Studie. Hierbei wissen zum Beispiel weder die teilnehmenden Patienten noch die behandelnden Ärzte, wer das zu testende Medikament erhält oder wer ein Placebo bekommt, also ein nicht wirksames Mittel. Die Wirkung eines Medikaments lässt sich so testen und belegen. Die externe Evidenz zeigt also nur ein begrenztes Spektrum der Medizin. Sie kann und darf die ärztliche Expertise nicht ersetzen und die Therapiefreiheit des Arztes nicht in Frage stellen. Was bedeutet das für die Osteopathie? Das Ziel einer osteopathischen Behandlung ist die Anregung der in jedem Menschen angelegten körpereigenen Selbstheilungskräfte unter Anwendung spezifischer Fertigkeiten in Diagnostik und Therapie. Dieser Vorgang wird als Salutogenese bezeichnet. Wir entwickeln für jeden unserer Patienten ein individuelles Behandlungskonzept und versuchen, seine Selbstregulation anzuregen. Die Wirksamkeit einer osteopathischen Behandlung ist daher mit den bisher bekannten Methoden kaum messbar. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Osteopathie nicht wirksam ist? Keineswegs. Wie bereits erwähnt, sind neben der externen Evidenz auch die interne Evidenz und die Wünsche und Erwartungen der Patienten gleichwertige und entscheidende Faktoren der evidenzbasierten Medizin. Relevant für die Beurteilung der Wirksamkeit der osteopathischen Behandlung sind daher auch die ärztliche Erfahrung und die Beurteilung der Behandlungsergebnisse durch die Patienten. Hieraus ergeben sich eine Vielfalt von Möglichkeiten für die Osteopathie, ihre Vorgehensweise medizinisch zu begründen. Expertenmeinungen finden sich in fast allen osteopathischen Lehrbüchern und in der Fachliteratur zu körperlichen, sogenannten somatischen Dysfunktionen und in vielen osteopathischen Behandlungstechniken. Fallbeschreibungen eignen sich dazu, den Effekt einer osteopathischen Behandlung an einem oder mehreren Patienten zu überprüfen bei einem bestimmten Krankheitsbild. Beobachtungsstudien liefern Daten, die einen Vergleich von mindestens zwei Gruppen ermöglichen. Doppelblindstudien sind aufgrund des auf jeden Patienten individuell abgestimmten Vorgehens in der Osteopathie nur mit großem Aufwand durchführbar. Es gibt allerdings einige randomisierte Studien, in denen dies bereits überzeugend gelungen ist, wie unsere folgenden Beispiele zeigen. Dr. Heike Philippi hat in mehreren Studien zur osteopathischen Behandlung der Haltungsasymmetrie bei Säuglingen die Wirksamkeit dokumentiert. In unserer ersten Abbildung sehen Sie oben die Asymmetrie eines Säuglings vor und unten
nach einer Behandlung in einer Kontrollgruppe. Wie man deutlich erkennen kann, hat sich die Asymmetrie praktisch nicht verändert. Die zweite Abbildung zeigt wieder oben die Asymmetrie eines Säuglings. In der unteren Reihe kann man deutlich erkennen den Erfolg nach osteopathischen Behandlungen. Ein weiteres Beispiel ist die Studie einiger amerikanischer Kollegen, die belegt, dass die osteopathische Behandlung bei chronischen Schmerzen des unteren Rückens zu einer signifikanten Verbesserung der Beweglichkeit und zu einer Linderung der Schmerzsituation führen kann. Für uns osteopathische Ärzte gibt es aber sehr wichtige Themen, denen keine Studie gerecht werden kann. Die Individualität der Patienten und der Behandler. Die Tatsache, dass die Allgemeinsituation des Patienten sich körperlich und emotional ständig ändert und die Patientenzentriertheit und Partnerschaftlichkeit im Patientenkontakt, die nach Beurteilung der Patienten ein wesentlicher positiver Aspekt der osteopathischen Behandlungen sind. Bei allem Interesse, die Wirksamkeit der osteopathischen Behandlung wissenschaftlich zu belegen, gilt für uns im Sinne des Patientenwohls aber in erster Linie. Entscheidungen werden nicht von der wissenschaftlichen Evidenz getroffen, sondern von Menschen.